Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy. Im letzten Part waren wir beim Professor in Metaropolis und haben die Roboter vor die Bahnhoftiere befreit. Heute wollte ich nochmal 3 anfangen. So, dann schauen wir mal die Treppdorfe. Die Nasche, die wohl steiler nicht sein kann. Tut ein sehr gutes Schönes. Auf der hohen Wand. Gibt's da noch mehr? Kann man da schwimmen? Nein. Oder? Glaube jetzt nicht. Weil ich etwa über diese auch da raufgekommen. Aha. Kann man Treppen spuren. Ist schon so weit, dass ich einen Ripto. Sorino. Ist schon soweit. Warte mal, wir halten noch Kugel. Naja. Wenn es soweit ist, dann ist es anscheinend soweit. So auch an. Jetzt hast du die Kugeln. Und gleich wirst du Ripto besiegen, richtig? Richtig? Ich wünsche dir jedenfalls viel Glück. Erst hinter dieser Tür. Ui, 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 ui. Schauen wir mal. Yeah. Die trifft doch gar nicht. Kommt zurück, ihr nutzlosen Tiere! Hey, Kleiner, vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep, du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halt auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert! Zeig mal nur schon. Das sehen wir noch schon. Schauen wir mal, wie der Bosskampf abläuft. Spyro, wir wollen dir im Kampf gegen Ripto helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Jäger wird dir die geladenen Kugeln zuwerfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Sehr, sehr doch gut, du. Ich hatte jetzt einfach einmal, dass ich ohne Idee Spezialfähigkeiten. Mal die A-Sammeln, die Kugeln. Nein! Wow. Au! Sollten wir, wenn möglich, ja, perfekt schaffen. Hier. Juno.
Geh her. Au. Rot. Rot. Blau. Okay, hier, Ripto. Nein. Ich glaub, die Golden waren die Besten, ha? Au. Hier, wo ist RGB? Benutze alle drei folgenden Power-Ups. Ich mache das. Ach, hat wieder ein Schof. Okay. Und wir brauchen noch eine Kugel. Bleib stehen, bleib stehen. Zweimal. Perfekt. Perfekt. Oh, 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 oh. Komm. Geh her, du. Haben wir nur voll Energie. Ah, schon down. Ja, ist er nicht. Das war gerade einmal die erste Bosskampfstufe. Wow. Yeah, go. Ah. Dreimal. Ganz gut. Au. Leck. Der hat wieder Kugel erwischt. Fuck. Oh oh, oh oh. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Huh. No. Huh. Brauch noch Kugel. Na? Aha. Oh.
Zordanovus. Okay. Was genau? Soll ich gleich treffen, ha? Das war das. Huh! Wo ist denn? Ah. Oh, ich komm da gar nicht um. So. Was ist denn? Oh, das ist kein Klaber gefallen. Guidebook! Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen? Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Hm, ich möchte das sicher nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Wow, danke! Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja! Oh, jetzt gehen wir wieder zu Credits. Aber ich bin noch nicht fertig. Ah, das sind gleich Credits. Ripto besiegt. Aber leider nicht im Perfekt. Was ist jetzt das? Drachenufer. Ach so, das ist wirklich nur was. Gut gemacht, Spyro. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Hey, dieser ganze Park. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. Spyro, und sieh dir unser heutiges Angebot an. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Monster-Tunken ausprobieren. Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen. Keine Sorge, du tust ihnen nicht weh.
Oh Mann. Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Okay. Mach dich weiter, wenn du willst, Kleiner. Krieg jetzt du. Wie die zum Müller machen? Gar nicht so schwierig, oder? Hier ist noch eine Marke für dich. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Sag jetzt unser Chef, Koch, Pinguin. Wow, du bist echt zielsicher. Hier, das ist meine letzte Marke. Ah, drei. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Na, wenn du keinen Marken mehr hast, mag ich nicht mehr. Einmal schnell, einmal noch. Guter Schuss, aber ich habe keine Marken mehr. Mach weiter, wenn du willst. Schauen wir mal. Was hast du? Willkommen zur Drachenufer Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Startklar? Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Bring alle Ballons zum Platzen. Oh na! Getan. Möchtest du noch eine Fahrt versuchen? Die Acht auf deine Mitfahrer. Gut gemacht, Drache. Hier ist eine Marke für dich. Okay, ich lege jetzt diesen Schalter um. Dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Ballons zum Platzen zu bringen. Die Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön. Mhm. 50. Gut, dann machen wir da wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit abbiegen. Aha. Dann fahren wir halt nur unten. Aha. Kann ich auch gleich abholen. Thank you.
Alter. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Ballons abschießen. Möchtest du es gerne mal versuchen? Probier mal. Deine Mitfahrer. Heute ist es ganz. Okay. Ich sag schon, das ist beinahe so leicht. Na. Okay. Gut. Nein! Wollte doch oben. Da, ich wollte. Ah. So. Ah, jetzt habe ich ihn versammelt. Mal die unten nochmal fahren. Kommen wir gleich da oben. Mein Nummer von, weil ich einen großen Ballon versammelt habe. Jetzt. Ja. Habe ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Ich glaube, ich habe zwei Routen erwischt, oder? War auch nicht erwischt. Na, die zwei fallen jetzt noch. Ah, ah. Mal noch rum.
Alter. Wow, du bist ein Naturtalent. Der Held der Achterbahn. Hier, meine letzte Marke. 6 Marken. Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Na. Achterbahnen sind nicht jeder Drachensache. Komm später wieder. Was hast du da? Völlig kostenlos. Keine Anzahlung, keine monatlichen Gebühren. Dafür nee, ich dir eine Marke. Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst. Steig ein, mein Freund. Du musst sehen. Du fährst jetzt einmal im Kreis, oder was? Konsoloi. Fuhr noch das Teil hin? Was gibt's? LOL! Hier ist deine Marke. Wie versprochen, wenn du 10 Stück hast, kannst du das Drachenufer-Kino besuchen. Also der hat's auch nicht so. Na. Naja. Crazy. Hi Spyro, du sollst ja ziemlich zielsicher sein. Möchtest du dich mal an meinem Schießstand versuchen? Na, vergala. Okay, ich stell die Stoppuhr für dich ein. So. Zieh an. Hast du eine Marke? Bereit für die nächste Runde? Okay, ich stell die Stoppuhr für dich ein. Gut gemacht. Hier hast du eine Marke. Für die nächste Runde. Okay, ich stell die Stoppuhr für dich. So, was hast du jetzt noch? Ah, die komischen Dino-Drachen. Die komischen. Von. Wer hat das Level gemacht? Ba. Bitte, hier ist meine letzte Marke. Ach, das Skilos sein wir, genau. Du kannst immer wieder kommen, Spyro. So, und wo ist jetzt in der Kino? Ist das Kino? Hey Spyro, heute ist dein Glückstag. Du hast genügend Marken gewonnen, um das berühmte Drachenufer-Kino zu besuchen. Ich wünsch dir viel Spaß. Oh. Oh, das ist schick. Das ist schick. Ach, da kann man sich jetzt die ganzen Zwischensequenzen anschauen. Hört es jemals auf zu regnen? Ich hab vergessen. Oh, cool. Kann man sich. Das ist auch cool. Oh. Hallo, wir hatten noch gar keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst,
kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Sparrow hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Sparrow, schau. Du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Also gut. Gucken wir uns die Sequenz noch an. Mehr gibt's im Drachenufer nicht. Dann werden wir auch wieder zurück, weil... Hey, was gibt's denn da? Aha! Aha! Na gut. Wir meinen aber nochmal einen Twinterton dort zurück, weil wir brauchen noch zwei Kugeln. Und ein paar Edelsteine. Und ein paar Fähigkeitspunkte. Ripto perfekt und Skype perfekt, mein Macher. Und jetzt fallen aber auch noch Level. So. Also gut. Wir sehen uns noch im nächsten Part wieder. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.